Ich bin Felix Genn, Bischof in Münster und wohne am Domplatz 27 in Münster. Der Reichtum der Menschen, der Reichtum der Regionen in der Vielfalt der Unterschiede. Der Reichtum besteht in der Vielzahl derer, die ehrenamtlich tätig sind, in sehr vielen Bereichen, auch vor allen Dingen in den Verbänden. Wir haben große Verbände und in den vielen Orten des Glaubens. Und da darf Kevela an erster Stelle genannt werden als einer der größten Wallfahrtsorte in der Bundesrepublik. Mit diesen unterschiedlichen Regionen sind natürlich auch unterschiedliche pastorale Felder und pastorale Herausforderungen verbunden. Da liegen Generationen, die das geprägt haben, jüngere Umbrüche, vor allen Dingen am Nordrand des Ruhrgebietes. Die Herausforderungen des Bischofsamtes besteht darin, das alles in einer Einheit zusammenzubinden. Wenn ich das jetzt aus dem religiösen Bereich nennen soll, dann ist das die Feier der Erstkommunion und die Heilig-Rock-Wallfahrt 1959 in Trier. Und wenn ich an äußere Ereignisse denke, politisch kann ich mich noch sehr gut erinnern an die Kuba-Krise und die Herausforderung, die damit gegeben war, und dann an manche Schulausflüge. Ich habe ein gutes Gedächtnis und technisch bin ich völlig unterbemittelt. Also ich lese sehr gerne Theologie, aber auch moderne Literatur und höre auch gerne Musik. Mozart, Bach, Mendelssohn, Bruckner. Perfekter Sonntag, also zunächst einmal der Gottesdienst, die Feier der Eucharistie, Zeit zum Nachdenken, zur Erholung, zum Spaziergang, zu Besuch bei Freunden und lieben Menschen. Perfekt ist der Sonntag ja deswegen nicht, weil immer auch noch mal Sorgen aus der Diözese ihn belasten können, aber ich erlebe auch ganz bewusst, dass meine Entscheidung, am Sonntag am Schreibtisch nicht zu arbeiten, durchzuhalten ist.